Sebastian, will ich singen. Denn wo ist ein solcher Bach wie du? Dir will ich meine Lieder bringen. Ach, gib mir deines Geistes Kraft dazu. Verleih mir, Höchster, solche Güte, so wird gewiss mein Singen recht getan, und so hebt dein Geist mein Herz zu dir empor, dass ich dir Psalmen sing in höherem Chor. Thank you.
Johann Sebastian Bach. Gehöre zu einem Geschlechte, welche Liebe und Geschicklichkeit zur Musik gleichsam als ein allgemeines Geschenk für alle seine Mitglieder von der Natur mitgeteilt zu sein scheinen. So viel ist gewiss, dass von Veitbachen im Stammvater dieses Geschlechts an alle seine Nachkommen nun schon bis ins siebente Glied die Musik ergeben gewesen, auch alle. Nur etwa ein paar davon ausgenommen Profession davon gemacht haben. Dieser Veitbach war im 16. Jahrhunderte wegen der Religion aus Ungarn vertrieben worden und hatte sich nachher in Thüringen niedergelassen. Die vielen vom bachischen Geschlecht, welche sich in der praktischen Musik auch in der Verfertigung neuer Instrumente hervorgetan haben, sind sonderlich folgende wegen ihrer Komposition merkwürdig. Ein im Jahr 1692 verstorbener Organist in Arnstadt und dessen beide Söhne, Stadtorganistin Eisenach, welcher 1703 verstorben, und Johann Organist und Stadtschreiber in Gehren, Johann Sebastians erster Schwiegervater, Johann Ludwig. In die Ewigkeit gegangen ist. Zu unserem Johann Sebastian zurück. Er wurde im Jahre 1685 am 21. März in Eisenach geboren. Seine Eltern waren Johann Ambrosius Bach, Hof- und Stadtmusikus daselbst, und Elisabeth, geborene Lämmerhirtin, eines Ratsverwandten in Erfurt, Tochter.
Dafür singet, springet, jubiliert, dankt dem Herrn. Auch mit gedämpften, schwachen Stimmen, dankt dem Herrn. Johann Sebastian war noch nicht 10 Jahre alt, als er sich seiner Eltern durch den Tod beraubet sah. Er begab sich nach Ohrdruf zu seinem ältesten Bruder Johann Christoph, Organisten daselbst, und legte unter derselben Anführung den Grund zum Klavierspielen. Die Lust unseres kleinen Johann Sebastian zur Musik war schon in diesem zarten Alter ungemein. In kurzer Zeit hatte er alle Stücke, die ihm sein Bruder freiwillig zum Lernen aufgegeben hatte, völlig in die Faust gebracht. Ein Buch voll Klavierstücke, welches sein Bruder besaß, wurde ihm alles Bittens ungeachtet versaget. Sein Eifer, immer weiter zu kommen, gab ihm folgenden unschuldigen Betrug ein. Das Buch lag in einem bloß mit Gittertüren verschlossenen Schranke. Er holte es also, weil er mit seinen kleinen Händen durch das Gitter langen konnte. Auf diese Art des Nachts, wenn jedermann zu Bette war, heraus und schrie es, weil er auch nicht einmal eines Lichtes mächtig war, bei Mondenscheine ab. Nach 6 Monaten war diese musikalische Beute glücklich in seinen Händen. Später, zu seinem größten Herzeleide, wurde sein Bruder dessen inne und nahm ihm seine mit so vieler Mühe verfertigte Abschrift ohne Barmherzigkeit ab. Seines Bruders Absterben wieder. Aber hat nicht eben diese Begierde, in der Musik weiterzukommen,
und eben der an das gedachte Buch gewandte Fleiß zufälligerweise vielleicht den ersten Grund zu der Ursache seines eigenen Todes geben müssen? Kein Bös hat begangen. Er ward für uns in der Nacht als ein Dieb gefangen. Unbestraft verhöhnt, wie denn die Schrift sage. Gestorben war, begab sich Johann Sebastian nach Lüneburg, auf das dasige Michaelsgymnasium. Dort wurde er wegen seiner ungemein schönen Sopranstimme wohl aufgenommen. Zeit hernach ließ ich einstmals, als er im Chor sang, wieder sein Wissen und Willen bei den Soprantönen, die er auszuführen hatte, auch zu gleicher Zeit die Oktave tiefer mithören. Thank you.
Stimme behielt er 8 Tage lang, binnen welcher Zeit er nicht anders als in Oktaven singen und reden konnte. Eine schöne Stimme.
von Lüneburg aus reisete ihr zuweilen nach Hamburg, um den damals berühmten Organisten an der Katharinenkirche Johann Adam Reinken zu hören. Auch hatte er von hier aus Gelegenheit, sich durch öftere Anhörung einer damals berühmten Kapelle, die mehrenteils aus Franzosen bestand, im französischen Geschmack festzusetzen, welcher im dasigen Lande zu der Zeit ganz was Neues war. Kam er nach Weimar und wurde da selbst Hofmusikus. Das Jahr drauf erhielt er den Organistendienst an der neuen Kirche in Arnstadt. Hier zeigte er eigentlich die ersten Früchte seines Fleißes in der Kunst des Orgelspielens und in der Komposition, welche er größtenteils nur durch das Betrachten der Werke der damaligen berühmten und kritischen Komponisten und angewandtes eigenes Nachsinnen erlernet hatte. Thank you.
in Lübeck nicht ohne Nutzen. Fast ein Vierteljahr auf und kehrete als denn wieder nach Arnstadt zurück. Bei der Reise nach Lübeck. Nachlässigkeiten im Organistendienst. Am 21. Februar 1706 wird der Organist in der neuen Kirche Bach vernommen, wo er wohl längst so lange gewesen und bei wem er dessen Verlaub genommen. Selbst ein und anderes in meiner Kunst zu begreifen, habe aber zuvor hier von dem Herrn Superintendenten Verlaubnis gebeten. Hoffe, das Orgelschlagen würde unterdessen von dem, welchen ich hiezu bestellet, der Gestalt sein versehen worden, dass deswegen keine Klage geführt werden könne. Variationen in dem Choral vor. Und viele fremde Tone mit eigenem Minischett, dass die Gemeinde drüber konfundiert worden. Wir machen, wir machen, oh, wir haben uns günstiger, weil wir ja einen so viel Geld haben.
künftig jeden Durchgangston länger aushalten. Länger aushalten und nicht zu geschwind wechseln. Keine Gegennoten und keine fremden Tone. Keine fremden. Thank you.
die mit der Stelle in Weimar verbundenen Verrichtungen. Stunden damals hauptsächlich darin, dass er Kirchenstücke komponieren und sie aufführen musste. Magnifice, hoch und wohledle, hoch und wohlgelachte, hoch und wohlweise Herrn, hochgeneigte Patroni und Herrn. Verharre lebenslang, dero dienstgehorsamster Johann Sebastian Bach. Hochedler, hochgeehrtester Herr, in der Hoffnung baldigen glücklichen Erfolges, dero ergebenster Diener Johann Sebastian Bach, Weimar, den 14. Januar 1714. Hochedler, fest und hochgelachter, in besonders hochgeehrtester Herr. Erkenne mit gehorsamen Dank und versichere, dass ich mir die größte Freude machen werde, mich lebenslang zu nennen, euer hochedlen gehorsamster Diener Johann Sebastian Bach. Konzertmeister. Dem allerdurchlauchtigsten, großmächtigsten Fürsten und Herrn, Herrn Friedrich Augusto, König in Polen, Großherzog in Litauen, zu Reußen, Preußen, Mazowien, Samogitien, Kijowien, Wahinien, Pojolien, Podlachien, Livland, Smolenskien, Severien und Tschernigowien, etc., etc. Herzog von Sachsen, Jülich, Kleve und Berg, auf Engern und Westfalen, des heiligen Röhm, Reichserzmarschall und Kurfürsten, Landgrafen in Thüringen, Markgrafen zu Meißen, auf Ober- und Niederlausitz, Burggrafen zu Magdeburg, gefürsteten Grafen zu Henneberg, Grafen zu Germark, Ravensberg und Barby, Herrn zu Ravenstein, etc. etc. Solche allerhöchste königliche Gnade werde lebenslang beharren, euer königlichen Majestät und kurfürstlichen Durchlaucht, alleruntertänigst gehorsamster Johann Sebastian Bach,
Leipzig den 14. September 1725. Solche gnädigste Gewährung meines demütigsten Bittens wird mir zu unendlicher Verehrung verbinden. Und ich offeriere mich im schuldigsten Gehorsam, jedes Mal auf eurer königlichen Hoheit gnädigstes Verlangen, die Komponierung der Kirchenmusik sowohl als zum Orchester meinen unermüdeten Fleiß zu erweisen und meine ganzen Kräfte zu dir Dienste zu widmen, in unaufhörlicher Treue verharrend, euer königlichen Hoheit gehorsamer, ganz gehorsamer, gehorsamster, gehorsamst ergebenster, gehorsamster Diener, votre fidèle serviteur, ganz gehorsamst ergebenster Diener, ganz ergebenster, treuer, willigster Diener, untertänig gehorsamster, aller untertänigst, aller gehorsamster, ganz gehorsamster Knecht, ganz gehorsamster und verbundenster Knecht, untertänigst gehorsamster Knecht, Johann Sebastian Bach.